Schweins vom offiziellen GDS-Reporter-Team. Ich stehe zusammen mit Sören von Allstar Dach, Marketingleiter. Wir interessieren uns dafür, was plant ihr im Bereich Online? Was werden wir 2011 von euch auf der Website sehen? Ja, zum einen planen wir einen Relaunch unserer Webseite. Wir haben gesehen, dass speziell die Online-Welt ist sehr kurzlebig und wir müssen relativ schnell auch in die Updates reingehen. Wir werden eine bessere Produktpräsentation auf der Website haben, bessere Bedienerfreundlichkeit und Nutzerfreundlichkeit. Und wir werden auch vornehmlich die Kanäle Social Media auch mehr in Fokus nehmen. Das heißt eben vor allen Dingen für uns ist hier sehr entscheidend die Interaktion von Webseite auch zu den Social Media Community Portalen, weil wir uns hier eigentlich auch noch eine höhere Traffic-Rate davon versprechen. Du sagst, Social Media wird wichtiger. Die Messe an sich twittert ja auch und hat auch einen eigenen Facebook-Account. Wir stehen hier sogar vor der Twitter-Wall. Im Hintergrund läuft laute Musik. Wie nimmst du das wahr? Ist das ein Service für euch? Findest du das gut oder ist das, ja, was sagst du dazu? Also ich finde es eine sehr gute Initiative, finde ich klasse, weil man sehr zeitnah und auf den Punkt auch informieren kann. Wenn man die Zeit dazu hat, kann man die Sachen auch lesen. Ich muss gestehen, ich hatte noch keine Gelegenheit, mich intensiv damit zu beschäftigen. Ich denke aber, es ist auf jeden Fall ein zeitgemäßes und modernes Medium und kann, wie gesagt, auf den Punkt auch Informationen dann verteilen. Wenn du noch wenig auf der Twitter-Wall gelesen hast, ist natürlich schade für uns. Das zeigt aber auch, dass ihr viele Besucher hattet am Stand, viele Händler und ihr viel Geschäft geschrieben habt. Wie glaubst du denn, wird sich tendenziell der Bereich Social Media weiterentwickeln? Ist das etwas, was wächst oder ist es ein Hype? Ich denke, wir sind aus dem Hype-Stadion schon raus. Es hat sich eigentlich schon als neues Medium, vor allem als ein sehr junges Medium etabliert. Insofern wird Social Media seine Rolle definieren, weiterentwickeln und es wird auch an Relevanz zunehmen. Davon bin ich ganz überzeugt. Es wird sicherlich auch noch die eine andere Entwicklung, vielleicht auch eine Rück- oder Seitenentwicklung geben, aber ich denke, in ein, zwei Jahren werden wir ohne Social Media gar nicht mehr auskommen können. Man muss natürlich auch immer hierbei ganz klar sagen, dass man das nicht als Nachrichtenmedium missbraucht, sondern dass eigentlich auch Posts oder was tatsächlich rausgeht, sollte eigentlich auch möglichst Relevanz haben. Und ich finde, es ist ein sehr schönes Ergänzungsmedium auch zu den klassischen Medien. Und insofern bin ich davon überzeugt, dass wir da noch vieles sehen werden in dem Bereich. Das freut uns natürlich. Viel Erfolg noch auf der Messe und gutes Geschäft. Vielen Dank.